Willkommen zu meinen Wien-Tipps. Heute geht es wieder ums Essen und Trinken. Und zwar waren wir in einem veganen Fastfood-Restaurant essen, in der Swing Kitchen. Nicht zu verwechseln mit der Health Kitchen, das ist auch ein Lokal. Die haben mindestens 2 Filialen. Da war ich einmal frühstücken in der Zollergasse und einmal Mittagessen auf der Wollzeile. Die sind auch sehr gut. Da werde ich extra mal eine Folge machen, weil das müssen wir nochmal besuchen und mich da ein bisschen genauer informieren. Aber heute geht es um die Swing Kitchen. Die haben auch einige Filialen, also 6 in Wien und 5 außerhalb, und zwar in Graz, Innsbruck, 2 in Berlin und 1 in Bern. Es sind teilweise eigene Filialen, teilweise Franchise. Und wir waren in der Schottenfeldgasse Nummer 3 essen. Das ist ganz nah von der Marie-Hilfer-Straße, also eine Seitengasse im 7. Bezirk. Und ja, wer sich fragt, woher der Name Swing Kitchen kommt und was das bedeutet, da habe ich eine Erklärung auf der Homepage gelesen. Woher hat die Swing Kitchen ihren Namen? Unser Lokal ist stilistisch an die Swing-Zeit angelehnt, eine Ära, die Irene und Charlie gut gefällt. Daher spielen wir Swing-Musik in unseren Restaurants und verwenden im Design Elemente aus dieser Zeit. Mit unserem Wortspiel Swing to Vegan möchten wir verdeutlichen, dass jeder, auch nicht vegane Gäste, einfach und leicht zu veganen Fastfood-Alternativen wechseln kann. Und interessant finde ich, sie haben eine Umfrage gemacht 2019 und da waren 80% der Besucherinnen nicht vegan, weil es eben immer mehr Leute gibt, die sich so flexibel ernähren, sozusagen Flexitarier, und ich weiß nicht, wie das bei Flexanern, ob es dieses Wort gibt, keine Ahnung. Und es gibt vor allem Burger und Wrap. Die Patties bestehen aus Soja und Weizen und man kann entweder so ein Solo-Essen nehmen sozusagen oder eine Combo. Eine Combo besteht dann aus einem Burger oder Wrap plus Pommes. Gegen einen Aufpreis kann man da auch Süßkartoffelpommes oder einen Salat bekommen. Und plus Getränk, da kann man sich dann nehmen, so viel man will. Also man bekommt eine Email-Tasse, die man übrigens auch kaufen kann. Und man kann das auffüllen in der Refill-Station mit kalten Getränken. Andreas hat zum Beispiel ein Cola getrunken. Das ist ein Cola nach eigener Rezeptur. Und genau, diese Getränke, die sind ein Saftkonzentrat, das mit Leitungswasser verdünnt wird. Also das heißt, sie sparen da auch Flaschen und Verpackung. Und man kann so oft man will hinkommen und sich das nachfüllen. Die Christine liest uns jetzt vor ein bisschen was von der Speisekarte. Also es gibt Burger, Wraps, Salads, Sides und Dips. Sollen wir mit dem Burger anfangen? Bitte. Okay, dann gibt es Swing Burger, das ist der Soja Patty, Charlie's Barbecue Sauce, Salat, Tomate, Gewürzgurke und getrocknete Röstzwiebel. Dann den Cheeseburger. Okay, Entschuldigung, was auch? Doch mit Soja Patty. Mit veganen Käse, Zitronenmayo, Tomaten con Cassé, Salat, Paprika, rote Zwiebel, Karotte und Rotkraut. Dann Chili Burger, scharf natürlich, Soja Patty, Knoblauchsoße, Ketchup, Salat, Tomate, scharfe Jalapeno und rote Zwiebel. Dann Vienna Burger, das ist so Like Meat Schnitzel, Salat, Knoblauchsoße, Tomate, Gurke, rote Zwiebel und frischer Schnittlauch. Dann Chicago Edgy ist mit Soja Patty, Zitronenmayo, Ketchup, Salat, Tomate, rote Zwiebel und Gewürzgurke. Und Pink Edgy ist auch mit Like Meat Schnitzel, mit veganem Käse überbacken, Preiselbeermayo, Salat und Gurke. Das waren mal die Burger. Soll ich die Wraps, Salate und Salz auch vorlesen? Salate würde mich interessieren. Wraps nicht so sehr, oder? Nee. Die Salate. Okay, Salat. Gibt es einen Nugget Salat? Like Meat Soja Nuggets mit Knoblauchsoße auf großem Gartensalat. Coleslaw, würzig cremiger Weißkrautsalat mit Karotte und getrockneten Röstzwiebel auf Blattsalat. Oder Garden Salad, ist Blattsalat, frischer Schnittlauch, Karotte, Rotkraut, Gurke, Paprika, Cherrytomate und Balsamico Olivenöl. Mhm. Die Sides? Ja, bitte. Pommes, Süßkartoffelpommes. Onion Rings, das sind 8 Stück mit einem Dip deiner Wahl. Oder Golden Nuggets, 6 Stück Like Meat Soja Nugget mit einem Dip deiner Wahl.
Tipps auch vorlesen? Ja, bitte. Sind alle hausgemacht. Da gibt es Charlie's Barbecue, Basilikum Lemon, Zitronen Mayo, Knoblauch, Hot Pepper und Bio Ketchup. Bei dem Burger kannst du noch so Upgrade machen, extra Bacon, extra Rösti oder extra Käse. Das Solo kostet zwischen 6 und 7 Euro und die Kombos zwischen 10 und 11 Euro. Und es gibt auch Desserts, da haben wir aber jetzt leider noch keins gegessen. Ich weiß nicht, ob die wechseln, aber auf der Homepage habe ich gefunden zum Beispiel Cheesecake, Himbeer-Schokomousse-Törtchen und Mandel-Nougat-Traum. Das klingt alles sehr, sehr lecker. Ich habe ein Interview gefunden in einem Podcast, und zwar den Podcast Küchengespräche. Der ist übrigens auch sehr interessant. Da habe ich schon einiges Interessantes gehört. Interviews zum Beispiel mit dem Erwin Gegenbauer von der Essigbrauerei. Und ja, auf Anhieb fällt mir jetzt nichts ein, aber noch viele andere interessante Interviews. Und das war ein einstündiges Interview mit dem Charlie Schillinger. Das ist der Betreiber von dieser Burgerkette. Der betreibt das seit 2015 zusammen mit seiner Frau. Und der ist sehr, sehr sympathisch. Also der erzählt in diesem Interview die Geschichte, wie er zum veganen Leben gekommen ist. Seine Eltern hatten ein Landgasthaus in Großmugel und der Vater hat selbst Schweine geschlachtet. Und er als Kind wollte die schon nicht essen, die eigenen Schweine. Er hat aber alles vom Fleischhauer gegessen. Und wie dann der Vater gestorben ist, 1987, hat seine Mutter und er haben eben ein paar Schweine geerbt, haben es aber nicht geschafft, die zu schlachten und sind dann selbst zu Vegetariern geworden und haben dann auch das Gasthaus auf vegetarisch umgestellt, beziehungsweise zuerst nur auf Getränke. Ja, die Mutter hat das weitergeführt und nur noch als ja, Getränke und kleine Imbisse. Und er hat dann in der Finanzbranche gearbeitet, recht lange, und 2015 die erste Filiale von der Swing Kitchen eröffnet. Und er ist so langsam von vegetarisch zu vegan gekommen. Und für ihn ist vor allem das Tierwohl im Vordergrund. Also er sagt, ja, die Klimakrise, das kommt ihnen auch zugute, weil jetzt auch immer mehr Menschen zumindest fallweise vegan essen. Aber für ihn ist im Vordergrund wirklich die Tiere. Und von seinen Produkten ist vieles auch Bio, aber nicht nur. Da geht es ein bisschen auch um den Preis. Ja, und dieses Gasthaus in Großmugel, das war dann auch ein veganes Gasthaus, aber das haben sie geschlossen vor ein paar Jahren, weil es nicht mehr machbar war mit der Expansion nach Berlin. War das nicht mehr möglich, beides gleichzeitig zu machen. Also ich kann dieses Interview und den ganzen Podcast sehr empfehlen, weil ich finde, der Herr Schillinger ist echt total sympathisch und auch wirklich interessant, was er so erzählt über sein Leben, hat mir sehr gut gefallen. Wir waren in der Filiale Schottenfeldgasse, die haben einen kleinen Gastgarten, und ich habe Süßkartoffelpommes mit Zitronenmayo gegessen, hat mir gut geschmeckt. Andreas hat einen Burger gegessen, hat ihm auch sehr gut geschmeckt. Und es ist täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Es ist Selbstbedienung, was ich persönlich nicht so angenehm finde. Aber ansonsten vom Essen her auf jeden Fall sehr gut, und ich glaube, wir werden demnächst noch einmal hingehen und auch die Desserts ausprobieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle bisherigen Folgen findet ihr auf wien-tipps.info.